Boah, Leute, ich bin gerade total geschockt. Schaut euch das mal an. Also wenn euch interessiert, was hier passiert ist, also mich interessiert es auch, dann bleibt doch einfach mal dran. Oh Mann, oh Mann. Hi Leute. Hier in Bergkamen gibt es ein sehr, sehr schönes Naturschutzgebiet. Das ist der Bevasee und hier bin ich gerade gewesen für ein anderes Video. Aber dann habe ich etwas entdeckt, was mich total schockiert hat. Das müsst ihr euch unbedingt mal ansehen. Hier hinter mir in der Hütte hat bis vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, auf jeden Fall noch ein etwas älterer Imker seine Imkerei gehabt. Und immer wenn wir hier spazieren gegangen sind, dann saß der hier, hat seinen Honig angeboten, hat uns, als ich damals noch kein Imker war, gerne reingebeten, hat mir seine Bienen gezeigt, hat mir alles Mögliche erklärt. Und ja Leute, jetzt müsst ihr euch das echt mal anschauen, wie das jetzt hier aussieht. Ich bin total sprachlos. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ich nehme zwar an, dass das wohl Privatgrundstück ist, aber hier ist der Zaun abgebrochen worden, das ist alles total verwildert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich hier irgendwer drum kümmert. Liegen schon Absperrgitter rum. Oh Gott, schaut euch das mal an. Alte Bienenbeuten hier. Alles aufgebrochen. Da liegen Rähmchen rum. Teilweise noch mit Waben drin. Oh meine Güte, ey. Da hinten ist auch noch eine Hütte, da hat er meistens seinen Honig verkauft. Hier war noch eine Ameisensäure 85%iger am Berg, scheint schon ein bisschen länger her zu sein. Also ich bin echt schockiert, muss ich sagen. Dass sich da keiner drum kümmert, ist es doch auch seuchentechnisch total Irrsinn, was hier abgeht. Also das ist, hier sieht aus, als wären die da einfach nur rausgerissen worden, die Bienen, alles umgestürzt. Wahrscheinlich haben sich hier irgendwelche Leute Sachen weggeholt, die sie noch gebrauchen konnten oder so. Und haben dann alles so liegen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Zum Glück ist jetzt Winter. Wenn jetzt Sommer wäre, dann würde ich hier wahrscheinlich auch noch etliche Bienen rumfliegen sehen, die vielleicht irgendwie noch Honig riechen oder so. Boah, muss man da irgendwas machen, oder? Muss man da nicht irgendwo Bescheid sagen? Ja, ich habe gerade mal versucht rumzufragen und so genau wusste keiner was, aber einer meinte halt, dass der Imker vor einiger Zeit gestorben sei. Aber wem das Grundstück hier jetzt offiziell gehört, konnte mir auch keiner sagen. Schutztechnisch ist das, brauche ich dazu glaube ich nichts zu sagen, oder? Schaut euch das an. Oh Mann, oh Mann. Puh. Scheint zum Glück alles schon etwas länger so zu sein, wie es ist.
Also ich denke mal, die akute Gefahr ist vielleicht jetzt nicht mehr gegeben. Aber habt ihr einen Tipp, was man machen kann? Ich werde das natürlich mal im Imkerverein ansprechen. Ob da jemand was weiß, wir haben ja auch Bienensachverständige, dass die sich vielleicht mal bei der Seuchenbehörde, ich weiß nicht, wo man sowas meldet, keine Ahnung. Also falls ihr eine Idee habt, schreibt mir mal bitte einen Kommentar unten drunter, weil das kann ja so nicht bleiben. Wie gesagt, im Moment ist jetzt Frosttemperatur bald angesagt, jetzt ist erstmal, jetzt brennt da nichts mehr an, aber ich denke mal so zum nächsten Jahr sollte das hier vielleicht mal erledigt werden. Ja, ist ja schon enorm. Wahnsinn. Hier hat er öfter gesessen, der Imker, und hat gewartet, bis Leute vorbeikamen. Also er hat immer sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne erzählt über seine Bienen, über sein Hobby und konnte natürlich wahrscheinlich auch das eine oder andere Glas Honig dann unterbringen. Wahrscheinlich bin sogar ich durch ihn an die Imkerei gekommen damals. Hat vielleicht ein bisschen gearbeitet in mir und irgendwann habe ich dann selber angefangen. Keine Ahnung. Man muss sich mal überlegen, hier laufen jeden Tag zig Dutzende, im Sommer vielleicht sogar hunderte Leute rum, weil hier hinter mir geht es zum Bevernsee. Das ist hier ein sehr, sehr bekanntes und beliebtes Naturschutzgebiet, wo alle Leute mit ihren Hunden lang gehen und Spaziergänger und so. Sehr, sehr schön. Und das liegt direkt hier am Weg. Da hinter mir, seht ihr die Schranke da? Das ist der Haupteingangspunkt hier zu dem, also es gibt keinen anderen Eingangspunkt. Also zumindest keinen offiziellen. Und das liegt direkt hier am Weg. Das liegt hier alles so rum. Und keiner macht was. Wahnsinn. Da muss man doch schon, selbst wenn man keine Ahnung von Imkerei hat, da muss man doch schon irgendwie sehen, dass das wohl nicht so ganz in Ordnung ist, oder? Ich werde jetzt mal versuchen, beim Ordnungsamt anzurufen. 11 Uhr, da müsste ja eigentlich noch jemand da sein. Und werde mal versuchen, ja zumindest mal irgendeine Aussage zu bekommen, was man machen kann. Hier steht zum Beispiel auf der Internetseite vom Ordnungsamt auch Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Ob das jetzt auch für, also hier steht auch Rattenbekämpfung und so weiter. Also ich denke mal, vom Thema her passt das wohl zum Ordnungsamt. Ich werde das jetzt mal versuchen. Hallo, ich habe eine Frage und zwar, ich bin hier gerade am Bevernsee und wenn man an den Bevernsee reinkommt und da ist auf der linken Seite, da war früher so ein alter Imker und dieser Imkerstand ist jetzt total zerstört anscheinend und da ich selber Imker bin, ist das seuchentechnisch alles so sehr, sehr heikel. Jetzt wollte ich mal fragen, ob Sie dafür zuständig sind und mir eine Auskunft geben, was man da machen kann oder an wen muss ich mich da wenden? Kreis Unna? Okay, an... Okay, dann versuche ich das da mal. Gut, vielen Dank. Ja, tschüss. Also der gute Herr hat mich jetzt an den Kreis Unna verwiesen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Kann ja mal versuchen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt werde ich mit der Information verbunden. Gleiche Ansage nochmal. Also... Einen schönen guten Tag. Ich habe mal eine Frage und zwar, wer ist denn bei Ihnen so für Imkerei, Seuchenkontrolle und sowas zuständig? Ja. Veterinäramt, ja. Wunderbar, dankeschön. Ich werde jetzt durchgestellt zu der Veterinär. Okay, gerne. Eins, okay, super. Dankeschön. Super, tschüss. So, die telefoniert gerade. Dann gehe ich jetzt ins Auto, da kann ich besser telefonieren und dann versuche ich die gleich mal zu erreichen. Grüß Sie.
Ich habe eine Frage, und zwar am Bewersee in Bergkamen. Da ist ein Bienenstand, der ist sehr, sehr verwaist und alles ist auseinandergerissen, aber schon seit einiger Zeit. Und da sind auch noch, ja, das ist alles nicht so, wie es sein soll. Da ich selber Imker bin, bin ich da ein bisschen sensibel, was diese Bienenkrankheiten angeht. Da wollte ich Sie mal fragen. Ach so, ja? Okay, danke. Weiter verbunden. Ja? Mhm. Okay. Okay. Das kann ich mir merken. Dann versuche ich es gleich nochmal. Danke. Super. Tschüss. Ja, die nächste Durchwahl. Der Herr ist gerade im Haus unterwegs. Ich probiere es gleich nochmal. Ja, vor einer Minute noch besetzt und jetzt geht schon wieder keiner ran. Also wir machen das jetzt so. Wir haben bei uns im Imkerverein jemanden, der arbeitet in dieser Abteilung, beim Veterinäramt da in Unna. Und ich werde da in der nächsten Woche Imkerversammlung angesetzt ist, werde ich das mal ansprechen und werde auch mit einem Bienensachverständigen, ich glaube, der kann da etwas mehr ausrichten als ich jetzt hier am Telefon. Wenn ihr noch eine Idee habt, was man noch parallel machen kann, also wie gesagt, Veterinäramt werde ich jetzt schon verständigen. Wenn ihr noch eine Idee habt, was man noch zusätzlich machen kann, könnt ihr mir gerne noch einen Kommentar unten drunter schreiben. Auch wenn das Thema dieses Videos nicht so schön war, falls euch meine Videos trotzdem gefallen und die Art, wie ich diese Videos mache, dann lasst mir doch trotzdem mal einen Daumen nach oben da und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald sich irgendwas tut, ja, sobald ich irgendwas erfahre, was diesen Bienenstand da angeht, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Falls sich das nicht lohnt, dafür ein Video zu machen, weil es so kleine Zwischenschritte gibt. Ich bin auch auf Facebook, da poste ich immer mal wieder so kleine Updates oder so. Und bei Instagram dürft ihr mich auch mal suchen, wenn ihr möchtet. Da gibt es auch wieder andere Inhalte. Ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Video auf YouTube wieder, oder? Macht's gut. Ciao, ciao.